Ein wunderschönes Moin Moin, hier ist der Angelus. Willkommen zurück zu The Witcher 3. Immer noch in Novigrad unterwegs. Habe noch eine kleine Aufgabe, die ich noch unbedingt machen möchte. Deswegen sprinte ich da jetzt nochmal hin. Nämlich Novigrad, die gesperrte Stadt. Und danach habe ich echt richtig Bock, Roche und Dijkstra dabei zu helfen, den Radovid zu töten, ey. Ich warte jetzt schon so lange, dass diese Quest irgendwie mal weitergeht. Und jetzt ist es soweit. Und deswegen werde ich die zuerst machen und die Hauptquest sogar erstmal weiter hinten anstellen. So. Ach, Scheiße. Das ist Scheiße, Alter. Ja, hast du ja den Finger gehauen, ne? Idiot. So, jetzt muss doch ja irgendwo diese komische Schlüsselnachricht sein. Blöd ist, dass ich mit meinen Hexersinn irgendwie nichts sehe. Es muss also irgendwie in so einem Gebäude drin sein. Das ist Licht, was da durchscheint. Wir hier drin. Warte mal, war die Leiche letztes Mal auch schon hier? Ich war doch hier schon mal drin, oder? In dem Haus. Habe ich mit Hexersinn den übersehen? Alter. Was geht denn hier? Schon lange tot. Verdammt. Die Jäger sind mir zuvor gekommen. Gehört er dazu? Die Jäger sind ihnen zuvor gekommen. Hexenjäger. Das war's. Mehr hat er hier nicht. In den Zimmer. Aber es war auf jeden Fall eine Leiche. War das... Aber wieso habe ich die Leiche letztes Mal nicht gesehen? Ups. Ausmachen. Was ist denn? Was macht das? Anzünden. Ah, das sind... Warte mal. Komisch. Hier ist ein Raum. Das kannst du nicht anzünden. Das ist der Schlüssel. Das ist der Schlüssel, oder? Meine Güte. Wieso habe ich letztes Mal die Leiche nicht gesehen? Frage mich, was das ist. Finde den Tresor, zu dem die drei Schlüssel passen. Ein Tresor. Hier auch, oder was? Abgeschlossen. Ich war doch in dem Haus hier drin letztes Mal. Ich habe hier auch echt gesucht wie so ein Depp. Habe ich die Leiche nicht gesehen? Dachte ich, da sitzt einer normal. Habe ich hier die Hexersinne nicht angemacht? Müssen wir mal mein altes Video nochmal angucken. Warum habe ich die Leiche nicht gesehen? Sowas nervt ja, ne? So, die Quest ist jetzt fertig. Jetzt schaue ich nochmal auf meinen Questlog. Dieses ist jetzt für, guck mal hier, Raum und Zeit ist für Stufe 26, das hier für Stufe 28. Und das Blöde ist eigentlich, dass die Nebenquest hier 30 ist. Also eigentlich höher. Eigentlich müsste ich die anderen zuerst machen. Aber ich habe gerade so Bock auf die Aufgabe. Und deswegen will ich die jetzt spielen. So, triff dich mit Dijkstra, Roche und Thaler im Lagerhaus am Hafen. Und da das sowieso hier gerade in der Stadt ist, für die andere Quest muss ich ja Yennefer in Ochsenfurt treffen. Und Avalak muss ich auch irgendwie außerhalb irgendwo treffen. Deswegen passt das ja hier, dass ich die beiden hier noch am Hafen treffen muss. Ist ja eigentlich angenehmer, oder? So. Da haben wir das Chamäleon. Rittersporns. Gutes Stück. Da lang. In welchen Hafen muss ich ihn denn treffen? Ich dachte schon hier in Novigrad, oder? Gibt zwar noch andere Städte mit Hafen, aber ich denke immer, es ist hier. Da sind welche müde. Wenn ihr müde seid, geht ins Bett. So, Staatsräson heißt das Ganze. Hast du's eilig? Ja, ich hab's eilig. Ich muss hier einen König töten. Oh, da liegt noch eine Leiche rechts. Wieso liegt da Leichen? Ich weiß nicht. Ich komme hier gerade vorbei. So, hier haben wir den Hafen. Ah, das Lagerhaus, wo ich schon mal drin war. Irgendwie immer, wenn man sagt, trifft dich im Lagerhaus, ist immer nur ein Lagerhaus da. Na gut, jetzt ein Stück weiter. Ja, ein Schnellreisepunkt.
Muss ich hier jetzt auch hier lang? Novigrad wird beschützt, ja. Es wird aber beschützt von irgendwelchen idiotischen Hexenjägern, die dummsten Scheißen sind. Das ist auch jetzt hier nicht mehr Hafengebiet. Was, hier zählt noch mit zum Hafengebiet? Was, hier ist eine Quest? Das hängst du mir nicht an, dann Wind. Und man hat mir noch gesagt, ich soll mit Zwergenabschaum keine Geschäfte machen. Oh, Anderlinge, die werden jetzt gejagt. Das ist ja also eine neue Quest, wegen Anderlingenjagd in der Stadt. Wo liegt das Problem? Genau. Verdammt, noch ein Anderling. Ihr seid überall. Ruhe, wir erledigen das schnell. Ich hätte einen kleinen Hexerauftrag für dich. Willst du? Kleine Aufträge sind üblicherweise nicht lukrativ. Ja. Dieser schon, keine Sorge. Du musst ihn aber schnell erledigen. Diese beiden Idioten haben mich schon genug Zeit gekostet. Sie teilen sich ein Lagerhaus. Da ist ein Monster aufgetaucht. Aufgetaucht? Einfach so? Du hast es da eingesperrt, damit es mir die Rübe abreißt und du dich an meinen Waren vergreifen kannst. Spinn hier nichts zurecht. Mir egal, wer hier einen Ghoul oder eine Striege auf wen gehetzt hat. Das Biest muss weg, ganz einfach. Und was meinst du, Hexe? Ich kümmere mich darum, einfach weil hier die Anderlinge schon wieder misshandelt werden. Gut, ich kümmere mich darum. Kommt nicht in Frage! Anderlinge, die stecken unter einer Decke. Diese beiden beweisen doch sicher, dass es gar kein Ghoul ist, sondern meine liebe Oma Selig. Ich habe seine Visage nicht deutlich gesehen, aber jetzt, wo du es erwähnst... Maul halten, sonst schicke ich euch Inspektoren ins Lagerhaus, sobald das Monster weg ist. Das wird nicht nötig sein. Ach, jetzt wird es auf einmal nicht nötig sein. Das ist gleich das Lagerhaus hier nebenan. Ist doch gut. Gib mal weg da. Töte das Monster. War da wirklich hier ein Monster oder wollte er einfach nur den Zwerg ausschalten, ey? Oh nee, das ist ein Neckar. Ein einziger Neckar. Das ist die Mühe nicht wert. Sagt der Wache. Neckar sind selten alleine unterwegs. Eben. Die jagen eigentlich im Rudel. Da hat jemand den armen kleinen Neckar von seiner Herde getrennt. Und? Hast du das Biest erledigt? Ja. Ja. Und? Hast du herausgefunden, wie es dahin gekommen ist? Du hast mich angeheuert, um das Monster zu töten, nicht um Nachforschungen anzustellen. Na schön. So muss ich mich eben noch länger mit der Sache abgeben. Mhm. Ich hätte was draufgelegt, um das zu vermeiden. Hier, das ist für dich. Und wir gehen jetzt zur Garnison und reden mit dem Hauptmann. Soll er der Sache auf den Grund gehen? Der Hauptmann, der beschuldigt doch auch jetzt den Anderling, oder? Dann wird's auch nicht besser. So, Quest aktualisiert, abgeschlossen. Gar nichts. So konnte ich den Zwerg jetzt auch nicht helfen. Schon gut. Ein Erfahrungspunkt, oh Mann. Dachte mal, mach mal was Gutes hier. Gut, es ging schnell, oder? Nicht ohne Einsätze. Da. So, und jetzt gehen wir ins nächste Lagerhaus und treffe Roche und den Idioten Dijkstra. Klopfen! Das geheime Klopfzeichen. Wer da? Der Hexer Geralt. Komm rein. Der Boss wartet oben. Erzählst du uns endlich, worum es hier geht? Sobald Geralt. Ich höre schon Roche. Falls ihr da oben, okay. Entschuldigung, ich muss die Leiter klettern. Wenn du nicht aufmachen willst, schenk wenigstens eine Runde ein. Die Spannung darf mir die Kiste. Okay, wer ist der Dritte da? Hexer. Ach, der, endlich. Der Schuhverkäufer. Jetzt, da wir alle versammelt sind. Versammelt und am Arsch. Warum hast du uns gerufen? Raduvid sitzt auf seinem Schiff, da kommen wir nicht an ihn ran. Ich hab's dir gesagt. Schluss damit. Ich weiß, wie wir ihn an Land ziehen können. Aber zunächst bekennen wir unsere Sünden. Ich habe Philippa Eilhardt in unseren Plan eingeweiht. Asche auf mein Haupt. Super! Scheißverdammt super! Na. Das ist keine Katastrophe. Die Frau Zauberin wird den Mistsack wohl kaum warnen. Außerdem will sie uns helfen, ihn umzubringen. Ich wäre mit sowas natürlich nie einverstanden. Aber Phil hat mich inspiriert. Nennt sie meine Muse. Inspiriert zu was? Geduld. Wir sind noch nicht beim Kern der Sache. Geralt, entsinne ich mich richtig, dass Raduvid dich angeheuert hat, um Philippa zu finden? Ja, das hat er mal gemacht. Du bist neugierig, das mag ich nicht. Ja, aber für die Sache ist es ja wichtig, aber das stimmt ja schon. Aber woher weiß er das? Du bist neugierig.
Das geht mir auf den Sack, klar? Weiß ich. Vergib mir. Es liegt am Beruf. Nein, du bist kein Spion mehr. Schon vergessen? Du hast eine Verbrecherkarriere eingeschlagen. Nein, die Entscheidung haben andere für mich getroffen. Philippa hat mich gezwungen, aus Redanien zu fliehen. Raduvit hat mir die Rückkehr verweigert. Was für eine traurige Geschichte, Dijkstra. Sie bricht mir das Herz. Aber könntest du bitte wieder zur Sache kommen? Ja, gewiss. Geralt, wärst du so gut und würdest die Frage beantworten? Hat er dich beauftragt? Ja, ja, hat er schon. Könnte schon sein. Worauf willst du hinaus? Ja, das wäre dann... Das können wir doch benutzen. Wenn ich ihm sage, ich habe Philippa gefunden, dann sage ich ihm vielleicht wo. Denn vielleicht will er sich selber abholen, weil er ja so Fanat da drin ist, die Magier auszuschalten. Hm. Ich habe aber nur ihr Versteck gefunden. Worauf willst du hinaus? Wir können Philippa einspannen, ohne sie einzubeziehen, wenn du mithilfst. Raduvit erwartet, dass du ihn aufsuchst und über sie informierst. Du musst nur ihren Namen nennen. Andeuten, dass du eine Spur hast, die du verfolgst. Oh, das wird er schlucken. Haken, Schwimmer und halbe Rute. Ich will aber nicht, dass sie jetzt da irgendwie in Gefahr kommt oder so. Wir brauchen die Philippa ja auch noch, ne? Nichts da ohne mich. Nehmen wir an, Raduvit beißt an. Was dann? Nehmen wir an, Raduvit beißt an und glaubt mir. Und das ist durchaus nicht sicher. Was dann? Du sagst ihm, dass du Philippas Versteck gefunden hast. Irgendwo, wo wir gut eine Falle stellen und zuschlagen können. Ideen? Brücke zur Tempelinsel. Beidseitig bebaut. Viele Winkel und Durchgänge. Einfach vom Rest der Stadt zu isolieren. Guter Einfall. Ich teile meine Männer auf. Die Hälfte ans eine Ende, die andere ans andere, zum Tor. In der Mitte wartet Wes mit einer gut geölten Armbrust. Siehst du, Geralt? Wir wollen sonst nichts, als dass du Raduvit zu einem Spaziergang einlädst und zur Brücke bringst. Den Rest erledigen wir. Was sagst du? Oh, klingt gut. Bin dabei. Ich bin dabei. Aber was dann? In der Stadt wird es einen Aufstand geben. Vielleicht sogar Panik. Wir brauchen einen Ort, an dem wir untertauchen können. Darüber habe ich schon nachgedacht. Erinnerst du dich an Madame Irinas Theater? Ja. Das steht leer. Niemand schaut da rein. Thaler und ich warten dort auf euch. Ihr wartet auf uns? Euren Hals wollt ihr also nicht riskieren? Darum geht's nicht. Dijkstra und ich haben scheißverdammt viele Vorzüge. Aber wir taugen zu Kämpfern so viel wie zu Schönheitsköniginnen. Aha. Keine Sorge, Geralt. Meine Leute sind kampferprobt. Die machen das schon. Du musst ihnen nur den König bringen. Ich tue, was ich kann. Wo liegt sein Schiff denn gerade? Gerade um die Ecke im Hafen von Novigrad. Und um deinetwillen hoffe ich, dass er gute Laune hat, wenn du vorbeischaust. Okay. Ich vertraue Roche zu Männern wirklich, wirklich mehr als den von Dijkstra. Oder Dijkstra allgemein. Der hat mich ja auch nicht in Kaer Morhen unterstützt. Und Roche schon. Was ist denn jetzt hier draußen schon wieder los? Werde ich beobachtet? Philippa, was zur Hölle machst du hier? Geralt, frag nicht, wenn du die Antwort kennst. Das wirkt dämlich. Ich belausche euch natürlich. Mit großem Interesse. Und gewissem Erstaunen. Und was genau erstaunt dich? Deine Blauäugigkeit. Glaubst du wirklich, dass Raduvit auf so einen plumpen Trick reinfällt? Vielleicht wird es schwierig, aber ich schaff das schon. Raduvit ist verrückt. Er denkt nicht mehr rational. Ja, wir sollten ihn nicht unterschätzen. Also der ist schon gewieft. Das merkt man ja, wenn man über seine Schachfiguren spricht. Vielleicht wird es schwierig, aber ich schaff das schon. Hoffentlich nimmst du die Konfrontation mit der wilden Jagd ernster. Sofern du lang genug dazu lebst, versteht sich. Philippa, warum sagst du mir das? Machst du dir solche Sorgen um mich? Ach was. Weil ich es für wichtig halte, dass Raduvit stirbt. Meine Hilfe willst du nicht. Aber ich werde tun, was ich kann, damit du es wenigstens nicht versaust. Hier, nimm dies. Ein Ring. In den Rubin ist ein redanischer Adler graviert. Er hat Wesimir gehört. Raduvits Vater. Gib ihn Raduvit, dann glaubt er vielleicht, dass du mich erwischt hast. Er könnte dir sogar vertrauen.
Okay, und wo ist der Haken? Und wo ist der Haken? Es gibt keinen. Philippa, ich kenne dich zu gut. Du hast immer einen Plan und immer mindestens zwei Eisen im Feuer. Diesmal gebe ich mich mit einem zufrieden. Solange Radovids Kopf draufsteckt. Viel Glück, Geralt. Du wirst es brauchen. Dankeschön. Da ist die Eule. Was schöne Augen hat die Philippa, oder? Haben schon wieder Regen beschworen. Schöne große Augen hat sie. Okay. Locke Radovid von seinem Schiff. Okay, Radovids Vater heißt Wesimir. Nicht zu vergessen mit Wesimir. Das ist ein Unterschied in einem Buchstaben. Eine mit I ist eine mit E geschrieben. Klingt ähnlich, ist aber was völlig anderes. So, aber sein Schiff ist jetzt hier in Novigrad. Das ist ja schon praktisch, weil sonst war er immer in Ochsenfurt angelegt. Das ist ja jetzt hier angenehm, dass er hier nach Novigrad gekommen ist. Der war noch nie hier vorher. Okay. Jetzt habe ich natürlich zwei Möglichkeiten, was ich mit ihm machen kann. Ob ich ihm den Ring zeige oder nicht. Ich glaube aber... Na, Philippa hat vielleicht auch eigene Interessen und eigenen Plan. Ich frage, wem ich jetzt mehr trauen kann. Dijkstra und Roche? Also Roche, ja. Dijkstra nicht so. Und was hat Philippa vor? Aber auf jeden Fall will Philippa Radovid auch loswerden, weil sie wird ja gejagt als Magierin. Und sie wurde ja auch deswegen blind, ne? Okay, was für ein hässliches Boot der hat. Hat nicht nach Regen ausgesehen. So, moin. Den Typ kenne ich ja schon von Ochsenfurt. Hexer Geralt, was willst du? Eine Audienz. Eine Audienz. Ich habe neue Informationen über Philippa Eilhardt. Ich muss deine Waffen behalten. Folge mir. Immer das Gleiche, ey. Fass die ja nicht an. Und lass die Steine drin. Eure Majestät, der Hexer mit Neuigkeiten über Philippa Eilhardt. Hoffentlich hast du diesmal etwas Besseres dabei als magische Kristalle. Ich weiß, wo sie ist. Vielleicht. Oder du willst mich reinlegen, wie die anderen. Welche anderen? Welche anderen? Weißt du, es geht das Gerücht, dass ich Informationen über Eilhardt mit Gold aufwiege. Da an Dummheit und Gier niemals Mangel herrscht, standen die Leute schon bald vor dem Schiff Schlange. Zuerst kam ein Jäger. Der brachte mir eine tote Eule ohne Augen. Dachte, dass ich ihm glaube und ihn mit Gold überschütte. Ich ließ ihn blenden und mit einem Stein am Hals über Bord werfen. Dann kam der Postmeister von Ochsenfurt. Der behauptete, einen Brief von ihr zu haben. Natürlich gefälscht. Dem ließ ich die Finger abschneiden. Er wird nie wieder schreiben. Ach, und seine Zunge. Die gesprochene Lüge ist nicht weniger verwerflich. Ich muss nicht erwähnen, dass ich der Rest der Schlange rasch auflöste. Okay, das klingt deutlich danach, dass der Ring mir hier auf jeden Fall weiterhelfen würde und nicht die einfache Information, wie es vorher der Plan war. Ich bin Fachmann, ihr könnt mir trauen. Ich bin Fachmann und habe einen Ruf zu verlieren. Ich müsste dumm sein, mit leeren Händen herzukommen. Der Ring meines Vaters. Damit hat Philippa ihre Dekrete signiert, um sie als Wort des Königs auszugeben. Wo ist sie? Vor eurer Nase, Herr. In Novigrad. In einem Haus auf der Brücke zur Tempelinsel. Warum hast du sie nicht hergebracht? Dazu müsste ich sie einfangen. Ich habe sie nur aufgespürt und zum Beweis den Ring gestohlen. Hast du Angst vor ihr? Nein. Ihr wollt sie selbst umbringen. Eigenhändig. Das weiß ich. Du kommst mit mir. Hubrecht, hol die Männer. Wie viele, Herr? Alle. Hubrecht. Der alte Hexenjäger Hubrecht. Was geht bei dir, Lunge? Oh Mann, oh Mann.
Er hat angebissen, das ging ja einfach. Das ging ja einfach, oder? Naja, der Auftrag war ja auch herauszufinden, wo Philippa versteckt ist. Und den Auftrag, sie irgendwo hinzubringen, hat er mir nie gegeben. Nun, wo ist sie? Wo ist Philippa? Wie ich sagte, im Haus auf der Brücke, näher am anderen Ende. Sperrt dieses Ende ab. Wir brauchen keine Gäste, keine unschuldigen Passanten und keine Zeugen. Damian, Joke, Egbert, Fred, Kaspar. Ihr bleibt hier und sichert das Ende. Und tötet den Hexer. Bitte was? Ihr wisst nicht genau, wo Philippa ist? Aha. So dankt ihr denen, die euch dienen? So belohnt ihr die, die euch dienen? So bestrafe ich die, die mich verärgern. Du weißt zu viel. Du stehst mir zu oft im Weg. Und deine Arroganz ist widerlich. Ich habe Leute wegen weniger getötet. Mir nach. Was mit deiner Arroganz, du blöder Sack? Gut, dass du bald tot bist. Irgendwelche letzten Worte? Ah, Scheiße! Befreit den Hexer. Das dann zu Raduvid. Wäre jetzt nicht mein letztes Wort gewesen. Ich will meine Schwerter wieder haben. Der hat die eingesackt, ne? Jetzt habe ich hier dieses blöde Kackschwert von denen. Hey, hey, hey. Hacken die nicht alle auf mich um. Was macht der denn da? Der jubelt, ey. Wo sind meine Waffen? Weg da. Mal steh nicht im Weg. Alles klar? Mhm. Danke für eure Hilfe. Der Plan ist im Eimer. Was soll's? Wir improvisieren. Komm mit, Geralt. Wir müssen Raduvid erwischen, bevor Verstärkung eintrifft. Wo sind meine Waffen? Jetzt, da sind sie wieder. Ich habe sie von der Leiche geholt, ne? Hoffentlich hat er jetzt auch die richtigen ausgewählt. Letztes Mal ging es schon mal anders aus. Ne, sieht gut aus. Das sind ja alles Sachen, die sind nicht gut ausgestattet mit Steinen. Was ist das eigentlich für Musik? So eine Musik habe ich noch nie gehört hier im Witcher. Neuer Soundtrack. Raduvid. Töte Raduvid Folge Roche. Okay, Leute. In der nächsten Folge töten wir Raduvid, würde ich mal sagen. Ich hoffe, ihr freut euch drauf und schaltet wieder ein in der nächsten Folge von The Witcher 3. Also, macht's gut und bis dann. Ciao, ciao.